So, schönes Hallo aus Innsbruck. Heute habe ich für dich eine ganz besondere Karte zum Nachbasteln. Und zwar eine Pop-up-Karte. Die kann man aufmachen so und dann kann man da noch was reinschreiben. Ja, die werden wir heute zusammen basteln. Ich habe jetzt die Karte mit Magneten verschlossen. Wenn man jetzt kein Magnet daheim hat, dann kann man das natürlich auch mit einem Band machen. Oder mit einer Banderole. Ich werde die nächste Karte jetzt, die wir machen, mit einem Band verschließen. Und ich habe schon ein bisschen was vorgeschnitten, damit es nicht allzu lang dauert alles. Aber gefalzt habe ich noch nicht alles. So, dann fangen wir mal an. Und zwar haben wir da jetzt einmal einen Umschlag, die Außenseite. Die haben wir 13 in der Höhe und 29, 6 oder 7, das ist dann die ganze A4-Länge. Wenn ich es jetzt mit dem Band verschließe, werde ich mir da hinten das wegschneiden und dann hat die Länge nur noch 27 cm. Wenn man es so macht mit Magnet, dann lassen wir einfach die paar Zentimeter da noch stehen und haben dann da die Magneten drauf. Dann braucht man noch für einen Umschlag das Designpapier. Also, und zwar habe ich mich da für das entschieden diesmal. Die andere Seite ist das Hallo. Und zwar braucht man das Ganze dreimal. Einmal für die Vorderseite und einmal für innen. Und die zwei haben 13 mal 12,5. Wenn man jetzt da Designpapier hat, da wo wichtig ist, wo oben und unten ist, dann haben wir da die 13 und da die 12,5. So, das war einmal. Dann braucht man einmal ein Flüsterweiß oder jetzt neu einen grundweißen Farbkarton. Und zwar hat der 17 x 17 cm und gefalzt wird er bei 8,5 und wieder 8,5 und einmal schräg durch. Dann haben wir noch die Innenteile. Und zwar haben wir da jetzt, das habe ich jetzt in Kirschblüte hergenommen, das sind zwei Stück mit 16,4 x 8 cm. Und falzen tut man da einmal in der Mitte bei 8,2 cm. Für das habe ich noch einmal zweimal einen Farbkarton, und zwar für außen. Innen lasse ich wieder frei zum Beschriften. Man kann auch einen flüsterweißen Farbkarton reinkleben. Aber ich lasse mal frei. Die zwei Designpapiere sind 7,8 x 7,7 cm. Dann braucht man noch einmal ein Designpapier mit 8 x 8 cm. Das auch zweimal. Und zwar habe ich mir gedacht, das schaut schöner aus, wenn man das nicht stempelt, sondern wenn man da auch ein Designpapier drauf tut. Also gehört das darauf. Gut, das war mal so der ganze Zuschnitt. Gut, dann fangen wir mal mit dem Außenteil an. Das werde ich mir jetzt, wie gesagt, noch abschneiden. Gefaltet habe ich schon bei 13 cm.
bei 13,5 cm, Entschuldigung, 13,5 gefalzt und dann noch einmal bei 27 oder eben bei 27 abschneiden. So. Dann machen wir gleich das Weiße, weil dann haben wir fertig gefalzt. Das habe ich auch noch nicht gefalzt. Und zwar falzen wir das jetzt zuerst bei die 8,5 cm. Und noch einmal die 8,5 cm. So. Und jetzt legen wir das so ein, dass die Spitzen vom Papier schön in der Falzrille liegen, Schneiderille. Man kann das natürlich auch mit Lineal machen. So. Dann tue ich immer die Falzklinge immer ein bisschen da einer, weil dann fährt man nicht so übers Eck drüber und das schiebt sich nicht zusammen, gleich wie beim Schneiden. So, zuerst einmal rein und dann erst raus und ohne Druck wieder zurück. So, dann hat man da immer noch schöne Ecken und es ist schön gefalzt. So, ich glaube, das war's mit der Falzerei, dann kann man das wegtun. So, das tun wir zusammenknicken. Und dann fangen wir mal innen an. So, da kann man sich jetzt aussuchen, ob man jetzt, also ich machen wir auf alle Fälle das außen drauf. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Und innen mache ich, glaube ich, das Hallo drauf. Gut. Dann kleben wir das mal ein. Jetzt schauen, dass man überall ungefähr gleich viel frei hat, deswegen nehme ich da immer gerne einen Flüssigkleber, weil da kann man noch ein bisschen schieben. Eigentlich schade um die Schwammerlen, weil die sind auch so süß. So. Da alle schauen, ob man gleich viel Abstand hat. Zumindest ungefähr. Und ich drücke das Außen, das machen wir dann zum Schluss. Und das zeige ich dir dann noch, warum. So, dann gehen wir jetzt über zum Flüsterweiß. Und zwar wird jetzt das so gefallen, dass man die mal in eine Richtung macht. So. Und die zwei können nach innen. Das heißt, die legen wir jetzt das auch einmal so her. So. Und dann stehe ich auf der Leitung. Genau. Dann kriegt das da rein. Gefaltet. Und das sollte schön passen. Auch noch einmal mit dem Faltbein drüber gehen. Auch drinnen. Das schaut dann so aus. Gut. Dann so, wenn man die Karte aufmacht, dann kann man jetzt
wieder falten. Falten, nicht falten. So. So. Und die kann man jetzt draufkleben, entweder so, dass man das so aufmachen kann. Und das so aufmachen kann. Oder man klebt es anders rein, dass man das so und das so aufmacht. Ich habe das Ganze jetzt einfach ein bisschen kleiner gemacht, damit man da innen ein bisschen einen Rand hat. Und da hinten auch. Also haargenau kann man das nicht zuschneiden. Oder ich zumindest nicht, weil man da den Bug hat und dann geht es nicht mehr so richtig zu. Also genau zuschneiden kann man schon. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt so. Dann hat man erstens noch ein bisschen einen Rand. Und zweitens kann man es gut verschließen. Gut, dann. So, dann wird mal geklebt. So, wie war das, wenn wir das da so haben, dann klebe ich das jetzt so drauf. Und das zweite noch. Das kleben wir so rein. Und dann kleben wir das da so rauf. Und wenn man jetzt keine so große Karte macht, hat man so auch schon gleich kleine Karten. Kann man da noch ein Loch reinmachen und man kann das schon als Anhängerkarte mitgeben. Oder ein Geschenk. An ein Geschenk hängen. So. Und die zwei. Da könnte man jetzt die Schwammerle nehmen. Können wir jetzt da herkleben. Allerdings schneiden wir das jetzt auch noch einmal diagonal auseinander. Da auch wieder schauen, dass man das vielleicht nicht verkehrt hat, sondern dass man die auch wirklich dann so zuschneidet, wie auch die Schnecken sein. Das heißt, wir brauchen die zwei so. Dann legen wir es wieder genau ein. Und dann schneiden wir vorsichtig das durch. Einmal und zweimal. Wenn man da nicht schnell und nicht fest drückt, nachher geht das recht gut mit die Ecken. So. Dann würde ich sagen, kleben wir das gleich ein. Das da. Das da. Das tun wir dabei weg. So. Einmal. Und zweimal. So, das kann man da jetzt recht knapp zur Falzlinie rankleben. Also ich lasse es jetzt da genau anstehen. Weil dann ist die Falzlinie frei und lässt sich auch gut biegen.
Und auf der Seite machen wir dasselbe noch einmal. So. Und dann haben wir noch zwei. So, dann hätten wir jetzt das und das lässt sich eben gut zusammenfalten. Dann können wir jetzt noch die einkleben. So, das einmal da. So. Und das zweite noch da. So, dann ist der Innenteil eigentlich schon geschafft. Man kann natürlich auch die Aufklappteile weglassen bei der Karte. Dann hat man halt nur so eine Karte, die so aufgeht. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, dann legen wir das derweil weg. Und wir nehmen diesen da. Da werden wir jetzt allerdings noch einen Farbkarton zuschneiden. So, hier haben wir jetzt für das Designpapier zum hinten drauf kleben nur einen flüsterweißen Farbkarton zugeschnitten. Und zwar hat der jetzt 13,3 x 12,8 cm. Das ist einfach, damit das ein bisschen stabiler ist. Weil wir das ja da vorne auf die Vorderseite noch drauf kleben. Und da soll der Faden rausgehen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Mir ist leider zwischendrin die Batterie ausgegangen. Hinten drauf habe ich mal Dimensionals geklebt. Den Faden habe ich mal lang genug abgeschnitten, damit die da nur gute Masche reinmachen kann. Und das Ganze dann mit einem Dimensional noch in der Mitte befestigt, damit der Faden nirgends mehr hin kann. So, das müssen wir jetzt da auf die Karte draufkleben vorne. Zwar wieder schauen, dass man da mittig ist. Ungefähr, ich kann das jetzt leider nicht so gut sehen. Naja, fast. So, dann ist jetzt da der Faden drinnen oder die Kordel. Die kann man da rundum und um legen und da vorne dann zukleben. So, wir brauchen jetzt da aber noch den Mittelteil drinnen. Und der wird so eingeklebt. Man tut das einfach zusammen. Dann schaut man, dass man das... Also ich habe es da hinten bei dem Rand einfach angelegt. Da oben und unten wieder in der Mitte sein. Ich habe das jetzt nicht abgemessen oder so, sondern einfach bei Augenmaß gemacht. Dann legt man das Ganze zusammen und hat das drinnen. Gut. Da auch schauen, dass man das nicht verkehrt einklebt, weil sonst stehen die Schnecken oder was man auch immer da hat auf dem Kopf. So. Gut. Dann kleben wir mal. Noch einmal schauen, vorsichtshalber, ob man es richtig in der Hand hat. Und dann da drauf kleben.
Ich tue deinen Flüssigkleber nicht so weit an den Rand raus, damit, wenn man schiebt, damit man nicht die Klebereste auf dem Papier oben hat. Der Seite genauso. So, das jetzt ein bisschen festdrücken, ein bisschen warten, bis es trocknet, dass es so Zeit hat zum Trocknen. Ja, da ist eigentlich unsere Karte eh schon fertig. So. Wer mag, kann sich natürlich da hinten auch noch ein Designpapier draufkleben. Da hinten diesmal ganz, damit der das einfach da bleibt, wo es ist. So, dann kann man das da so. Zubinden. Vielleicht noch ein bisschen abschneiden. Und fertig. Allerdings fehlt da vorne jetzt ja noch was drauf. Und da ich mich da für die Schwammerlen, für die Fliegenpilze entschieden habe, habe ich mal gedacht, ich nehme da noch das rauf, das Glück bei Post. Glück passt, Post passt. Also machen wir das schnell. Braucht man eigentlich auch gar nicht viel kolorieren oder so, sondern einfach. Ich werde das jetzt einfach in Schwarz drauf stempeln mit dem Memento. Das ist das Falsche. Gibt es auch ein neues? Da hat man gleich viel mehr Schwarz drauf. So. Dann tun wir das da drauf stempeln. Und eigentlich ist das jetzt auch schon erledigt. Das schneide ich mir jetzt auch einfach mit der Hand aus. Mit einer langen Schere geht das auch recht gut. Kriegt man fast nicht schief. So. Und das kann man jetzt so drauf kleben oder man nimmt sich da noch den tollen Rahmen zum Ausstanzen. Das mache ich jetzt noch schnell. So, da haben wir es schon. Das kleben wir jetzt einfach da so schräg drauf. Dann gibt es ja bei dem ganzen Set noch ganz tolle Herzeln dazu. Selbstklebende. Die werden wir da auch noch verwenden. So. Und zwar sind das die da. Gibt es in Glutrot und in. Steht da schon Grundweiß drauf? Steht gar nichts drauf. So.
brauchen wir mal die Schere. Da haben wir eine. Jetzt nehme ich da mal die weißen. Und klebe die da daneben. Einfach rein. So. Mach mal 4. So. Und ein rotes kleben wir noch da in die Mitte. Das kleben wir jetzt mit Flüssigkleber wieder auf. Sonst wird das alles zu dick. So. So, wieder in die Mitte. Und fertig ist die Karte. Wenn die dann aufgemacht wird, zack, öffnet sich das. Also ich finde die Karte echt total super. Ich hoffe, dir hat sie auch gefallen. Und wie man gesehen hat, kann man es in 2 verschiedene Arten verschließen. Oder sogar auf 3 Arten. Das ist die, was ich gekriegt habe. Die ist mit einer Banderole verschlossen. Ja, dann, ich hoffe, es hat dir gefallen und viel Spaß beim Nachbasteln.